ich hatte einen Plan, den ich praktisch durchgearbeitet habe. Die ganzen wissenschaftlichen Experimente, die sind ja von vielen, vielen Teams am Boden entworfen worden. Das heißt, ich habe in den meisten Fällen die nur durchgeführt als verlängerter Arm von einem riesigen Team am Boden. Und auch die Bilder zu schicken, das war für mich besonders einfach, weil ich habe mir da keinen Plan vorher ausgedacht. Das war wirklich so, dass ich einfach das weitergeleitet habe, was ich gesehen habe. Ich habe meine Emotionen weitergeleitet. Ich habe einfach gedacht, dass die Leute, die auch so ein bisschen noch Kind geblieben sind wie ich und von Weltraumfahrt fasziniert sind, das sind ja sehr viele, habe ich gesehen, dass die das vielleicht mit den gleichen Augen sehen wie ich. Und deswegen war es für mich sehr einfach. Ich habe mir da nicht groß was dabei gedacht. Ich habe einfach die Bilder gemacht, die mir selbst gefallen haben. Ich habe das aufgeschrieben, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich das gesehen habe. Und von dem her hatte ich den einfachsten Job. Die Leute, die Sie jetzt hier sehen, die Mitarbeiter vom ERC, die da zum Teil ganz oben hinten stehen, weil sie nicht auffallen wollen, das sind eigentlich die wirkliche Arbeit gemacht haben. Die haben mich vorbereitet in den ganzen Jahren, die haben mich unterstützt, die haben mir Arbeit abgenommen. Und deswegen gehören diese Lorbeeren eigentlich gerade diesen Leuten, auch vielen Mitarbeitern vom. Auch den Mitarbeitern vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mit denen hatte ich sehr viel Kontakt, die mir immer weitergeholfen haben, wenn es mal eine Frage gab, wenn es mal Unterstützung notwendig war. Ich habe immer wirklich von allen Seiten positive Unterstützung bekommen und nur dadurch habe ich diese Mission so durchführen können. Und das ist wirklich, ja, du schüttelst jetzt den Kopf, aber das ist wirklich so. Das merkt man vor allem, wenn man dann da oben ist und weiß, man ist da nicht allein, sondern man hat immer Unterstützung. Was erhoffen Sie sich, dass bleibt? Nicht nur wissenschaftlich, sondern vielleicht auch an Inspiration für Ihre vielen Social-Media-Fans? Ja, das ist tatsächlich so, dass das eine sehr wichtige Sache für mich war, dass nicht nur die Wissenschaft gut erledigt wird, und das haben wir ja gemacht. Also das hat wirklich gut funktioniert da oben. Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt für die Wochenstunden von ja, geleisteten Wissenschaftsarbeiten. Da sind wir sehr stolz drauf und dass die Experimente funktioniert haben. Aber das ist eben nur eines, da haben Sie vollkommen recht. Für mich ist es wichtig, dass ich den Eindruck konservieren kann, den ich da oben erlangt habe, die Perspektive von außen auf unsere Erde, das zu sehen, wie Frau Zypries auch schon gesagt hat, wie fragil, wie zerbrechlich unsere Erde wirkt von außen. Und das ist eine wichtige Sache. Das ist ein wichtiger, wirklich wichtiger Grund, warum wir in den Weltraum fliegen. Dass wir so ein bisschen eine Perspektive von außen auf unsere Erde bekommen, dass wir uns in Perspektive setzen können. Und das ist ja deshalb für mich sehr wichtig, das zu konservieren. Das habe ich durch Fotos getan. Ich habe sehr viele Videos an Bord der Raumstation gedreht, wo ich auch die Erde gefilmt habe, wo ich Sachen erklärt habe, wo ich so ein bisschen die Physik erklärt habe, die ganz anders ist im Weltraum. Und ich hoffe, dass das bleibt, dass das junge Leute inspiriert. Das war mir sehr wichtig, eben da auch an die junge Generation ranzutreten, ihnen das Handwerkszeug zu geben, zu sehen, was sind es für Möglichkeiten, die ich im Leben vielleicht ergreifen kann. Wenn ich Ingenieur werde, Wissenschaftler oder in die Weltraumbranche gehe, was kann ich leisten, was kann ich tun? Und das ist natürlich auch wichtig für unser Land als Hochtechnologieland. In Deutschland sind wir darauf wesentlich angewiesen, dass wir Nachwuchs faszinieren können und ja, im Land behalten können, in technische Berufe gehen. Die müssen ja nicht alle Astronauten werden wollen, sondern das ist ja auch so ein großer Bereich. Das sieht man in der DLR. Ich meine, das sind tausende Leute, die an solchen Projekten arbeiten. Das sieht man jetzt an Rosetta. Das ist Faszination und das ist mir wichtig, das weiterzugeben. Was haben Sie denn von der Erde am meisten vermisst und was haben Sie denn hier als allererstes auch wieder gemacht? Es ist einiges, was man vermisst. Das ändert sich aber immer je nach Situation. So, es gab mal Tage, da habe ich das Joggen im Wald vermisst. Dann natürlich seine Freunde, seine Familie, die vermisst man immer. Und dann zwischendurch mal einen Apfel zu essen. Dann kamen Äpfel mit einer Progresskapsel oder mit dem europäischen ATV nach oben. Dann vermisst man dafür eine Pizza. Oder ich habe inzwischen auch jede Menge Pizzas bekommen. Ich möchte mich nochmal dafür bedanken. Ein paar anwesende Leute wissen schon, worum es da geht. Und so es ändert sich einfach immer wieder. Und ja, es ist auch dann immer wieder schön, sich dann mit Leuten auf der Erde zu unterhalten. Und das lindert das dann immer wieder so ein bisschen. Also wir haben hier Freunde, Thomas hat mir das oft geschickt oder Jan, mal Bilder von zu Hause, vom Garten einfach. Einfach ein ganz banales Bild, wo grün drauf ist. Das waren die Bilder, die ich am öftesten, am längsten angeschaut habe da oben. Also das ist natürlich was ist, was man
ja, da absolut nicht hat. Und das, da wird einem auch klar, was wir an unserer Erde haben. Also man kann im Weltraum leben, man kann auch länger im Weltraum leben, das ist mir jetzt klar, ich habe das gemerkt. Also es gibt keine wirkliche, für mich, ich habe jetzt bin noch an keine wirkliche Grenze gestoßen, auch was Muskeln- und Knochenbau angeht, das ist machbar, da können wir zu dem Punkt kommen, wo das geht. Aber was wir nicht haben, ist ja unsere Erde, unser Heimatplanet. Da gibt es nur einen einzigen davon im Universum und das vergessen wir manchmal vielleicht hier unten zu oft.